sind selbstgebaute Turntable, die ich auch für andere Installationen verwende. Darauf befindet sich so eine Metallscheibe und darauf sind Flöten montiert. Der Klang entsteht dadurch, dass die Flöte von einem Ballon angespielt wird. Also der wird aufgeblasen, die Luft strömt raus und strömt in die Flöte rein. Also quasi die ausströmende Luft ersetzt die Interpreten. Dadurch, dass sich der Luftdruck verändert, verändert sich auch die Tonhöhe. Und gleichzeitig dreht sich das Ganze, wodurch sich der Klang natürlich verändert. Und oft geht es auch darum, Dinge zu kombinieren, die vordergründig vielleicht nichts miteinander zu tun haben, wo ich auch manchmal gar nicht weiß, was das macht. Ja, der Film, das Konzept gibt es, glaube ich, schon seit 10, 15 Jahren, also ewig. Es gab mehrere Momente, wo das an der Realisierung war und dieses Jahr hat es dann endlich funktioniert. Und dann ist natürlich auch die Frage, was es dann tut, wenn man das dann tatsächlich umsetzt. Und das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt eigentlich bei allen Arbeiten, also dass ich vorher nicht genau weiß, wie das tun wird, weil wenn ich es wissen würde, würde ich es gar nicht machen. Also das sind zwei Eisskulpturen, die über Snare Drums gebeugt stehen. Und davor steht ein Notenständer mit einer Komposition, mit einer Partitur. Ante Petrozzo ist gerade dabei, die Eisskulpturen zu schnitzen. Und die Idee ist eben, dass wenn sich die Skulptur verflüssigt, dass die Tropfen auf die Snare Drum fallen und im Laufe der Zeit auch die Drumsticks und im besten Fall auch die Gliedmaßen und im allerbesten Fall auch der Kopf. Es geht schon so um das Verhältnis zwischen Natur, Kultur, Zufall und Vorgaben, also im Verhältnis von Komposition und Interpretation. Materialien, die verschwinden, aber ich möchte gar nicht mehr dazu sagen. Also der Mensch wird zum Schluss weg sein, das kann ich verraten, aber das ist offensichtlich. Ne? Und die Partitur bleibt natürlich übrig, das ist auch offensichtlich.